Hallo zusammen. Ich habe seit 4 Monaten kein Video mehr gedreht und es ist toll, wenn mir dann Leute schreiben, was mich macht, wie es mir geht und so weiter. Es geht mir gut, es geht mir sehr gut. Nur ich habe gesagt, ich mache das erste Video wieder, wenn mir niemand sagt, er hätte genügend Spannung. Hauptproblem von Kühlschrank ist, dass er zu wenig Spannung hat. Es gibt 3 Sachen, die ein Kühlschrank braucht. Das erste erzähle ich euch irgendwann später. Das kommt im nächsten oder übernächsten Video. Und das dritte ist, so eine Kompressorkühlbox, Kompressorkühlschrank braucht Strom. Sie hat einen Unterspannungsschutz. Und wenn diese Box das nicht hat, dann funktioniert die Box nicht. Ich erkläre das aus der Praxis. Ich hatte einen Kunden, der hat so eine Box gekauft, eine Wemo 35, also eine komplette Box. Die funktioniert nicht. Und zwar haben wir hier ein Error-Zeichen und das blinkt immer einmal. Die Frage ist, funktioniert sie auf 230 Volt? Ja, auf 230 Volt funktioniert sie, kein Problem. Dann sagt der Kunde, oder ich zum Kunden, dann ist die Verdrahtung schlecht, die Zuleitung ist schlecht oder die Batterie ist hinüber. Ja gut, er hat eine Liontron-Batterie, die habe ich in der Vertretung. Ich habe jetzt aber auch neu die eigenen Batterien. Da mache ich euch hier unten ein Video drüber. Ich stelle die auf die Seite, da kommen mehr Videos über Batterien. Mit dem geht die mal auf die Seite. Ja, der Kunde kam dann vorbei mit der Kühlbox unterm Arm. Wir haben die eingesteckt auf 12 Volt. Lief. Blinken war weg. Wir haben die eingesteckt auf 230 Volt. Lief. In einer Viertelstunde war die Box dann auch kalt. Ja, er hatte so eine Batterie, so eine 100 Ampere. Direkt neben der Kühlbox. Wir haben noch ein bisschen gewartet. Die Box ist in einer Viertelstunde, war die auf der Zolltemperatur. Schauen wir uns das Wohnmobil an. In der Zwischenzeit hat er mir dann auch erklärt, dass er Ingenieur ist. Anderes Thema. Ja, wie war jetzt die Box von hier an diese Kühlbox angeschlossen? Wir liefern dieses Kabel mit. Das ist das Originalkabel. Dieser Stecker kommt hier hinten auf die Kühlbox. Das muss ich euch nicht zeigen. Und dann haben wir 2,5 Meter Kabel bis zu diesem Zigarettenanzünder. Für die, die es nicht wissen, der ist richtig scheiße. Hier drin sitzt eine Sicherung. Eine 10 Ampere Sicherung. Ich schraube jetzt die wieder rein. Und ihr wisst, so eine Liontron-Batterie hat ja auch keine Sicherung. Kein Stecker. Diesen Stecker könnt ihr abschneiden. Schauen wir nachher im Video. Gut, wie ging es jetzt weiter? Ich zeige euch das aus der Ferne. Nach 2,5 Meter Kabel kam dann hier bei diesem Kunde, das ist sein Originalkabel, habe ich verbaut oder geklaut. Der war hier eingesteckt. Diese Zigarettenanzünder wackeln, machen nicht sauber Kontakt, rasten nicht ein. Die sind richtig scheiße. Dann waren hier, ich sag mal, die hat man, das sind so Lampenklemmen oder sowas. Vago, die sind eigentlich okay, aber sind eigentlich nicht gebaut für das. Und dann kam hier eine Sicherung. Das hier ist hier eine 15 Ampere Sicherung. Das ist auch okay von der Größe her. Dann habe ich hier eine Lüsterklemme. Das sieht man. Also ich habe jetzt hier eine Sicherung. Also ich habe in der Box eine Sicherung, hier eine Sicherung, hier eine Sicherung. Und jetzt hatte ich hier ein Kabel.
ich schätze jetzt, das war nochmals irgendwo 2,5 Meter. Also jetzt sind wir von der Box schon 5 Meter weg. Das Kabel, was hier verbaut ist, ist irgendwie ein 1,5 Quadrat Kabel. Dann kommt hier ein Zigarettenanzünder. Mit, logischerweise, seht ihr hier, hat es wieder eine Sicherung drin. Und jetzt kam wieder so ein Zigarettenanzünder. Das war, ist Unfall. Oder nicht wahr. Dazwischen saß noch dieser Stecker, dieser wollte er mir nicht geben. Mit dem habe ich so ein Bild ausgedruckt. Der saß dazwischen, weil er hat hier noch irgendwas anderes angehängt. Das war so zugepackt. Und hier ist ein 0,75 Quadrat Kabel. Irgendwie ein Silikonkabel. Und das ist ein Draht. Also verbaut mir keine Drähte in Fahrzeugen. Und dieser Draht ist ein Erdungskabel. Und dieser wird verwendet für Deplusleitung. Schwarz für Minus ist okay, das Erdungskabel für Plus ist absolut scheiße. Vergesst das. Das geht dann weiter. Hier haben wir nochmals, ich sag mal, einen Meter. Also von der Box bis hierher sind wir jetzt bei 6 Meter. Da habe ich so eine Lüsterklemme, die ist okay. Kann man nicht sagen. Dann habe ich hier irgendwie ein 1 Quadrat Kabel. Es ist noch nicht fertig. Dann kommt hier so ein Stecker. Das ist auch so ein Stecker, das ist toll. Das ist so wasserdicht, ja, ist. Der Stecker ist okay, aber nicht für die Anwendung. Also das heißt, von hier hinten, hier waren wir bei 6 Metern und hier nochmals ein guter 2 Meter dazu. Also wir sind jetzt auf 7 Meter von der Box bis hierher. Und hier sind so zwei Krokodilklemmen und diese waren dann so direkt minus, minus und plus auf der Batterie angehängt. Ich habe die hier eingesteckt, die Box, das ist jetzt Problem. Da unten diese Kabel, diese Zigarettenanzünder, die sind richtig scheiße. Irgendwo habe ich einen Wackelkontakt. Ah, na, hier, dieser Stecker. Hier hat es auch eine Kontrollleuchte, ob es brennt. Also irgendwo ist hier noch ein Wackelkontakt. Sollte ich gucken, ob die Box läuft. Laufen tut sie in dem Scheiß hier sowieso nicht. Hier drauf haben wir ein Spannungsabfall, der schon ewig ist. Also ich habe hier die Box, nebendran die Batterie, 7 Meter Leitung. Und der Hammer war, hier saßen dann nochmals irgendwie drei Klemmen drauf. Eine vom Ladegerät und sonst noch irgendwas. Jetzt die Box läuft, laufen tut die. Ja, der Ventilator. Aber sie schaltet dann immer ein. Und aus und ein und aus. Der Kunde ruft dann an, Ingenieur. Ihr wisst, was ein Ingenieur ist, der weiß mehr als einer, der in die Grundschule ging. Dann gibt es diplomierte Ingenieure, die wissen dann von einem kleineren Gebiet noch viel mehr. Und dann gibt es studierte Diplom-Ingenieure, die wissen alles von nichts. Aber wie hängt man jetzt das Teil an? Also ich habe es ihm demontiert. Ich habe dann hier das Kabel von der Box. Jetzt hat sie wieder ausgeschaltet, ist logisch. Also diese Klemmen im Fahrzeug drin, könnt ihr vergessen. Einfach wegschmeißen. Das Wohnmobil war toll, das war so Zimmermann-Style oder Dachdecker-Style. Das war dann ungehobelte Dachlatten und alle Spackschrauben haben unten noch einen Millimeter, zwei rausgeguckt.
Da konnte man sich dann die Hände aufschneiden. Jetzt, wenn ich diese Batterie hier habe ich 2,5 Meter. Die Batterie sitzt direkt daneben. Wie hänge ich das Teil hier an? Komme ich wieder. Werkzeug habe ich vergessen. Ich bin wieder da, ich habe auch ein Werkzeug. Das Werkzeug ist imposant. Also diese Stecker hier, die könnt ihr einfach abschneiden. Abschneiden, wegschmeißen. Wir warten noch mit dem Wegschmeißen. Das Kabel hier, wenn ich davon 1 Meter brauche, auf die Batterie, dann schneide ich das hier auch ab. Das schmeiße ich auch weg. Wir machen jetzt den Zigarettenanzünder hier wieder auf. Deckel weg. Sicherung raus. Und wir können den zerlegen. Und wir sehen, in die Mitte vom Stecker geht das gerippte Kabel. Man sieht es schlecht. Und außen ist Minus, ist das flache Kabel. Weil wir das Kabel abgeschnitten haben, haben wir das hier wieder. Das heißt, wir teilen das Kabel hier am besten. Ich stecke jetzt das Kabel aus. Und wir haben auf der einen Seite das flache Kabel und auf der anderen Seite das gerippte Kabel. Das heißt, wir haben gelernt, das flache Kabel ist Minus. Das schneide ich hier abisolieren. Wir verbinden die und machen hier, die ist ein bisschen groß, aus diesem Grund nehme ich das Kabel doppelt. Ich habe gerade nichts Besseres. Und mache hier, verpresse diese Öse hier auf Minus. Und das schließe ich eigentlich direkt an, das sage ich in gewissen Videos, direkt auf die Batterie, Plus und Minus. Wir brauchen eine Sicherung für das Kabel. Das heißt, wenn wir von hier, vom Plus, bräuchten wir eine Sicherung auf das Kabel. Wir könnten jetzt den Sicherungshalter nehmen, der da drin ist, der ist okay. Oder wir machen die primitive Lösung. Wir nehmen hier noch ein Stück Kabel, schneiden das weg. Das sieht dann etwa folgendermaßen aus. Zwei Kabel abgeschnitten. Auf der einen Seite von diesem kurzen Kabel mache ich wieder eine Öse drauf. Das ist eine 8 mm Presskremme. Also habe ich jetzt diese Öse zweimal, plus minus, und hier habe ich das Kabel abgeschnitten. Hier wird auch abisoliert, und das ist, wenn ihr keine Sicherungshalter habt. Und ich habe keine Stecker. Weg, tot, weggeflogen. Ich komme gerade wieder. Dann komme ich wieder, dann habe ich hier so isolierte Flachsteckhülsen, die mache ich hier drauf. Alle Kabel rein. Das heißt, ich habe das Ergebnis, auf der einen Seite habe ich diesen 8 mm Ring, hier habe ich so eine Flachsteckhülse und hier habe ich eine zweite und hier habe ich wieder 8 mm. Und dazwischen rein setze ich eine Sicherung, eine 15 Ampere, das ist okay. Wenn ihr eine 20 Ampere nehmt, ist das auch okay.
diese Sicherung ist da, wenn ihr einen Unfall baut mit dem Fahrzeug, was ich nicht wünsche. Und ihr presst das K, also hier mit Isolierband zupacken. Das ist jetzt die primitive Art, eine Sicherung zu lösen. Klar, ein schöner Sicherungshalter ist natürlich viel besser. Und so kann ich die Box so auf die Batterie anschließen, hier auf Plus. Meistens kommen ja da noch andere Kabel drauf, Ladegerät und so weiter und so fort. Und so habe ich die Box vernünftig angeschlossen und so funktioniert sie auch. Hier ein Kabel, das Kabel könnt ihr dann im Fahrzeug lassen, die Box rausnehmen, an der Box hier einstecken. Punkt. Ich mache in Zukunft mehr Videos wieder über die drei Sachen, die ein Kühlschrank braucht. Hier oben verlinke ich euch eine Kühlbox, die beste Kühlbox, die ich kenne, die ich im Sortiment habe. Hier unten ein Video über Lithiumbatterien, Liontron zum Beispiel oder die eigene. Hier oben über diese Kühlbox hier, die Y35PX. Und hier unten das nächste Video über den Spannungsabfall. Ich wünsche euch einen schönen Tag und besucht mich nächste Woche oder diese Woche auf der Messe in Bern.